anderem auch Patrick Herrmann. Ja. Und da gab es ja jetzt unter der Woche auch die ganz klare Aussage, dass er bei Borussia bleibt. In einem schönen langen Statement über Social Media hat er sich zum Verein bekannt, was auch zwischendurch sich mal anders angehört hat. Weil man ja doch irgendwie wohl ein klärendes Gespräch mit ihm hatte, wo man ihm wohl aber nicht gesagt hat, dass er gehen kann. Aber man hat ihm klipp und klar gesagt, wenn alle fit sind, dann ist er nicht unbedingt die erste Wahl. Genau, dann spielt er wenig und ja. damit sollte er seine Entscheidung treffen. Wir haben ja schon länger gesagt, und da stehe ich auch nach wie vor zu, vielleicht würde es ihm mal gut tun, mal zu wechseln, auch für ihn persönlich. Aber auf der anderen Seite, er hat mit der bestmöglichen Reaktion eigentlich gezeigt, dass er unbedingt bleiben möchte. Ja. Hat sich voll reingehängt, hat keine doofen Interviews gegeben, irgendwie bei der Bild oder beim Express, sondern hat einfach voll durchgezogen, hat sehr gute Testspiele abgeliefert. Gut, gegen Espanyol waren alle schlecht, aber davor macht er auch einen sehr, sehr griffigen Eindruck, macht er den Eindruck, als würde das neue System auch wirklich richtig gut zu ihm passen. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, gut, dann Traoré verletzt sich, Plea nicht fit, Hazard noch lange in der Vorbereitung in Urlaub wegen seinem langen WM-Aufenthalt. Er ist vorne mit dabei, was die Außenpositionen im Moment absolut angeht. Wie gesagt, er profitiert natürlich ein bisschen von den Verletzten, aber ich finde es auch einfach schön, wie du es schon richtig gesagt hast, dass er einfach durch Leistung auf dem Platz dann auch zeigt, nach dem Motto, ich bin doch noch da, schreibt mich bitte noch nicht alle ab, weil wir hatten es ja besonders auch in der letzten Saison häufiger auch gesagt, dass sein Auftreten auf dem Platz einfach nicht mehr ausreichend war für Borussias Ansprüche, und das versucht er jetzt zu widerlegen und lässt Taten sprechen, finde ich super. Ist auch zeigt natürlich auch, dass er genau weiß, was er am Verein hat und dass er hier seine Comfortzone hat, wo er sich wohlfühlt. Und von daher wunderbar, wenn er dann wirklich die Leistungen weiter abrufen kann, die er im Moment zeigt und sich so reinhängt, dann ist er immer eine Bereicherung für die Mannschaft. Und ich meine, klar freut mich das, wenn ich sehe, dass das ein quasi Eigengewächs, gut, er kam mit, glaube ich, mit 15 aus Saarbrücken, aber jemand, der schon seit der Jugend bei Borussia spielt, der die guten, die tollen Zeiten mitgemacht hat mit Reus und Co., dass der nach wie vor eine gute Rolle in der Mannschaft spielt und sogar in der Startelf stehen könnte und dabei dann auch wirklich Leistungsträger ist. Klar würde mich das freuen. Ja. Wir haben zuletzt nicht mehr dran geglaubt. Vielleicht ist das auch nur ein Strohfeuer jetzt in der Vorbereitung, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass er sich professionell mit seiner Situation auseinandergesetzt hat, mit den klaren Worten des Trainers und daraus die Schlüsse gezogen hat, ich will bei Borussia bleiben und ich will voll durchziehen. Ja. Ist das jetzt ist auch für gut, mich nichts Negatives dran zu sehen. Nein, aber du hast es auch richtig gesagt. Und du hast es ja auch vor allen Dingen gesagt, aber ich kann dir da nur beipflichten, dass vielleicht auch eine Veränderung für ihn persönlich gut wäre. Aber klar, wenn er sich jetzt bei uns zum Beispiel wieder in die erste Mannschaft spielt und auch zeigt, dass er sich das verdient, dann hat er auch alles richtig gemacht. Dann braucht er vielleicht diese Veränderung nicht, aber mal schauen. Wie gesagt, es hängt auch viel davon ab, wer fit ist, wie alles so miteinander harmoniert. Und wenn er da weiter hart arbeitet, ist er, glaube ich, in einer guten Position davon zu profitieren, wenn etwas nicht so läuft, sich Hacking und Eberl sich das vorstellen. Denn gute Vorbereitung hin oder her. Wenn, sollte es den Fall mal geben, den hoffentlich eintretenden Fall, dass Plea, Raphael, Stindl, Hazard, Johnson, Traoré, alle mal fit wären, ich sage jetzt bewusst im Konjunktiv, wären, dann ist er trotzdem natürlich nicht erste Wahl. Also dann würde es mich extrem wundern, wenn er dann erste Wahl wäre. Ja. Aber wann gibt es diesen Fall schon mal? Und das ist seine große Chance. Vielleicht kann er sich in den Lauf reinspielen, schießt das ein oder andere Tor und dann sieht die ganze Situation vielleicht anders aus. Ja. Dann werden die Karten neu gemischt. Also wir brauchen ihn auf jeden Fall, allein schon wegen der fehlenden Alternativen im Kader, wenn so viele Leute ausfallen. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich finde auch die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist und sich so klar zum Verein zu bekennen, ist schön. Ist auch was Schönes für die Fans, weil er nun mal auch wirklich ein lang gedienter Spieler von uns ist. Ja, ich meine, wir wissen ja auch, dass er in Gladbach investiert, dass er hier aktiv ist und auch, glaube ich, das ein oder andere Projekt macht und so. Also, und das ist einfach schön, das zu sehen und freut mich dann natürlich auch.